Hallo, herzlich willkommen zu meiner Sendung. Heute backe ich ein Pizzabrot mit meinem neuen Baby. Das ist der Cooking Chef XL von Kenwood. XL war das eine riesige Schüssel hat und das habe ich mir gewünscht, weil ich oft Brot backe und da brauche ich einfach größere Mengen Teig. Ja, Kenwood hat nämlich so eine Studie gemacht, was die Deutschen am liebsten essen. Und da kam natürlich unter anderem auch Pizza raus, auch Schnitzel und so die üblichen Verdächtigen. Aber eben auch sehr exotische Gerichte. Und Pizza ist ja eigentlich auch italienisch. Und dann hat Kenwood Foodies wie mich gebeten, ob wir nicht dazu eine Geschichte erzählen können, irgendein Rezept, was wir interpretieren. Und da bin ich auf mein Pizzabrot gekommen. Das habe ich nämlich erfunden, als ja, wir Picknick machten, unterwegs sein wollten mit vielen Kindern und noch nicht so viele Backöfen hatten, sondern nur einen. Und wenn man da 5 Pizzen auf einmal backen will, dann geht das einfach schief und transportieren kann man sie auch nicht. Beim Pizzabrot klappt das. In meinen Teig, weil bei mir wird es ja immer ein bisschen gesünder, kommen Raspelzucchini. Die raspel ich mit dieser wunderbaren Raspel. Die kommen in den Hefeteig, der wird hier gerührt und geht, denn der Cooking XL, der kann natürlich auch kochen. Und ich habe ihn aber eben auch genommen, weil er eben auch raspeln kann. Er kann auch zum Beispiel für einen Kartoffelgratin eine Scheiben machen. Er kann entsaften, Apfelsaft hier vom Fallobst habe ich schon gemacht. Ich kann auch Spritzgebäck damit machen, mit dem Fleischwolf. Es gibt nämlich auch einen Fleischwolf. Und das alles macht das für mich zu einer idealen Lösung. Ja, das ist der Teig. Danach gibt es eine Füllung. Der Teig wird nach dem Gehen ausgerollt in der Breite der Backform. Ich nehme dazu diese Backform, so eine Springkastenform, die beschichtet ist. Und in der Füllung, da püriere ich dann getrocknete Tomaten in Öl, frische Cocktailtomaten, Tomatenmark, geröstete Pinienkerne, die muss ich noch rösten, und Oliven. Und das Ganze gibt die Füllung. Das streiche ich auf meinen Teig, dann kommt noch Käse obendrauf, natürlich geriebene Mozzarella, wird eingerollt und dann gebacken. Ja, und natürlich dürfen Kräuter der Provence oder getrocknete italienische Kräuter und Rosmarin nicht fehlen. Das gibt nochmal so den richtigen Touch und Rosmarin ist hitzefest, das streue ich hinterher auch oben auf Brot drauf. Ja, was ganz Tolles ist, dass der Cooking Chef auch wiegen kann. Das zeige ich euch mal hier. Ich muss den nämlich gleich umdrehen. Jetzt stelle ich erstmal auf 0 und da lege ich jetzt so, das ist mehr als ich brauche. Ich brauche 150 Gramm Zucchini, denn wenn zu viel Zucchini reinkommt, dann wird der Teig zu weich. Das passt so. So, hier kommt jetzt erstmal mein Multizerkleinerer drauf. Ich wähle diese Raspel. Hier sind so feine Raspel. Die finde ich für die Zucchini jetzt ganz gut, weil sie dann zerkleinert werden. Der Einfüllstutzen. So. Der ist ja groß. Das passt rein. Perfekt. Und jetzt geht's los. Schon bin ich fertig. So, jetzt nehme ich erstmal zumindest Flüssigkeit, ungefähr 50 Milliliter, also 50 Gramm, kann ich hier auch abwiegen. Es ist echt super bequem. So, und jetzt ein halbes Stückchen Hefe. Das will ich jetzt vermischen. Jetzt habe ich die Zeit, die lasse ich mal bei einer Minute. Ich mache mal Stufe 3, das ist ziemlich doll, aber dann wird es auch schnell was. Und hier will ich jetzt, glaube ich, die Temperatur so auf 30 Grad. Das ist nämlich auch ideal, wenn man den Teig gehen lassen will. Hefe mag es ja schön muckelig warm. So, und vielleicht tue ich jetzt auch gleich schon ein Tröpfchen von dem Honig rein. Dann habe ich das nämlich auch gleich erledigt. Das mag Hefe nämlich auch und der löst sich dann noch besser. Und dann gibt es natürlich noch den super praktischen Spritzschutz, den ich einfach hier rauf. Dann bleibt alles schön sauber, ist auch das Gerät, spritzt nichts dagegen. Das ist sowieso hierdurch geschützt, ist ganz praktisch. Und hier ist sogar ein Einfüllstutzen, da kann ich gleich alles reintun. Okay. So,
Jetzt geht's weiter. Jetzt gebe ich hier die Zucchini-Raspel rein. Das ist wichtig, weil die lassen doch relativ viel Wasser. Und wenn ich die erst zum Schluss reingebe und ich habe vorher schon ausreichend Wasser dazugegeben, dann wird hinterher der Teig zu flüssig und lässt sich nicht mehr ausrollen. Deswegen jetzt schon die Zucchini rein. So. Dann brauche ich natürlich das Olivenöl. Da werde ich jetzt wieder meine Waage aktivieren. Ungefähr 80 Milliliter, also auch 80 Gramm. Der Provence. Kommen auch hier mit dem Einfüllstutzen, das ist echt sehr praktisch. Dann Salz. So, und jetzt ungefähr 500 Gramm Mehl. Und jetzt natürlich noch ein bisschen Flüssigkeit. Vielleicht muss ich auch noch was nachgeben, das sehe ich jetzt gleich. Okay, jetzt mache ich mal mein Programm. Jetzt gehe ich mal auf Programme. Hier steht Teig kneten. So. Na, lasse ich mal 5 Minuten, glaube ich. Noch ein bisschen Flüssigkeit vielleicht. Wenn sich der Teig so gut von der Schüssel löst und schon so eine einheitliche Masse bildet und nicht klebt, dann ist das schon mal richtig gut. Ich mache mal Stopp, da sieht man es noch. Also der hängt jetzt sehr zusammen und ist jetzt fertig. Jetzt nehme ich noch mal den Rührarm raus und dann kann ich es gehen lassen, denn diese Funktion gibt es auch. Perfekt. So ein bisschen zäh. Hängt zusammen. Genau richtig für einen Hefeteig. Jetzt vielleicht bestäube ich es noch ein bisschen, damit es nicht austrocknet. So. Fühlt sich jetzt schon sehr gut an. Okay, jetzt gehe ich auf Programme. Teig gehen lassen. Also ich lasse ihn jetzt mal 45 Minuten gehen und stelle jetzt die Temperatur ein. Das ist 30 Grad, das ist okay. Und jetzt starte ich. Kann ich auch wieder den Spritzschutz, damit mein Hefeteig keinen Zug kriegt. So, mein Baby brütet jetzt mal hier schön vor sich hin. In der Zeit mache ich die Füllung. Zwar röste ich jetzt mal ganz schnell die Pinienkerne an, damit sie ein bisschen mehr Aroma bekommen. In meinen Blitzhacker kommen erstmal 200 Gramm Mini-Tomaten. Ich nehme Mini-Tomaten, weil die mehr Aroma haben und ja auch mehr Ballaststoffe und nicht so ganz wässrig und flüssig werden. Und dann kommen zu jeweils gleichen Teilen 50 Gramm Oliven, 50 Gramm getrocknete Tomaten, 50 Gramm Tomatenmark. Das Tolle ist ja, dass bei all diesen Tomaten, das Beste an den Tomaten, das Lycopin, das ist ein Bioaktivstoff, gehört zur Familie der Carotinoide, wirkt antioxidativ, kann sogar in großen Mengen sonnenschützend wirken vor UV-Licht. Ist im Sommer in Italien vielleicht eine ganz gute Idee. Und ist für unseren Körper besser verwertbar, wenn gegart, püriert und ist absolut hitzefest. Das heißt, da kommt ihr wirklich in den Genuss dessen, was wichtig ist und was euch gut bekommt. Bei Verbrennen sollen sie nicht, ein bisschen braun werden schon. So, das sind jetzt meine Pinienkerne. Kommt ein bisschen Rosmarin obendrauf, aber auch rein. Rührenden Rosmarin, was auch noch blüht, besonders hübsch. Das lege ich dann aber oben drauf, weil es so hübsch ist. Rosmarin ist ausgesprochen hitzefest, hält richtig viel aus. Das ist das Richtige für so eine Backofengeschichte.
Kopffeiner will ich es gar nicht, soll noch so ein bisschen Struktur haben. Jetzt werde ich das stehen lassen. Ja, gleich mache ich weiter. So, eben hat es gepiepst. Jetzt muss ich aber noch rasch die Form ein bisschen einölen, obwohl es eine Springform ist. Eine Brotbackspringform finde ich toll, weil sich da wirklich alles löst. Okay. Das sieht schon mal sehr gut aus. Der Teig ist schön gegangen, fühlt sich prima an. Da brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu machen. Der ist genau richtig. Ich brauche es ja ungefähr in dieser Breite. Und das geht wirklich ganz einfach. Klebt nicht. Das ist wirklich ein Traumteig. Und alles ohne Anstrengung und ganz nebenbei, weil die Automatik hat bestens funktioniert. So, das müsste jetzt ungefähr so klappen. Ich will möglichst nicht, dass so viel Tomate austritt, denn Tomaten mag speziell und getrocknete Tomaten, die verbrennen sehr schnell. Und das will ich ja bei der Backzeit nicht haben. So, jetzt verteile ich meine Füllung drauf. Die ist eben sehr tomatig, noch ein bisschen Oliven. Ja, das ist meine Pizzafüllung, die das so richtig saftig macht. Im Teig ist ja auch noch ein bisschen Olivenöl. Also das ist wirklich so ein schnelles Mittagessen. Jetzt kommt das Wichtigste, hätte ich fast vergessen. Geriebener Mozzarella. Käse gehört natürlich bei Pizzabrot dazu. Nur, dass der Belag eben beim Pizzabrot innen drin ist und nicht obendrauf. Jetzt, diese Teigschaber helfen mir beim Rollen, weil es schon so ein bisschen dichter gerollt werden sollte. So. Also mit dem Teig kann man echt alles machen. Der ist super. Ziehe ich das so ein bisschen drüber. Der Trick ist nämlich jetzt, dass ich das erstmal so rolle auf die Nahtstelle und dann wieder die Teigkarten zur Hilfe nehme, sonst zieht es sich schon ganz schön lang. Oh, perfekt. Jetzt kommt noch ein bisschen Öl obendrauf, ein bisschen Olivenöl obendrauf. Wie bei einer Focaccia. Und jetzt noch ein paar von meinen schönen Rosmarinstängeln. Mit den schönen Blüten. So. Das sieht schon mal bestens aus. Das kommt jetzt bei 180 Grad in den Backofen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt ist es fertig. Ist ein bisschen doll aufgegangen, bestimmt ein bisschen Luft drin. Ich bin gespannt. So, jetzt schaue ich mal mit dieser wunderbaren Teigkarte, die es auch dazu gibt. Das löst sich gut. Weil eigentlich müsste ich es jetzt noch ein bisschen rasten lassen. Aber so lange möchte ich und ihr sicher auch nicht warten. Und deswegen checke ich jetzt mal vorher, ob sich das löst. Und der hat ja auch noch so eine kleine Biegung. Das ist toll. Wunderbar. Den Rest macht die Backform. So. So, ihr seht, das schwimmt schon so ein bisschen drauf. Da muss ich jetzt eigentlich noch ein bisschen setzen lassen. Aber ich schneide es jetzt mal an.
weil wir möchten doch sehen, wie es innen drin ausschaut. Also immer ein schön gezacktes Messer nehmen und wie gesagt, am besten ein bisschen auskühlen lassen. Nicht wegen Magenweh, sondern damit das Pizzabrot noch besser hält. Aber hier sieht man, da ist innen drin schon alles in bester Ordnung. Wenn ich so ein bisschen anhebe, da sieht man die Strudelstruktur. Hier auch. Es ist saftig wie eine Pizza. Was Tolles fürs Picknick. Und ich bin ganz begeistert von meiner neuen Kenwood und von meinem Pizzabrot, was ich damit gebacken habe. Und glaube, das wird noch eine ganz lange Freundschaft werden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.